Also, dass ich da in Prättigau bin, würde ich sagen, so 50-50. 50% Zufall, 50% nicht. Also, ich bin natürlich schon viel in Prättigau gewesen, weil meine, also Bürger bin ich von Klosters, oder? Und mein Papa ist noch in Klosters aufgewachsen und darum sind wir natürlich viel drinnen auch in der Ferien gewesen und so. Und darum ist schon so eine spezielle, also das Prättigau ist für mich nicht irgendwie so etwas gewesen, wie jetzt Lugnetz und Pfalz und weiss ich was, sondern da hast du die ganze Verwandtschaft gehabt, da bist du schon irgendwo daheim gewesen. Ich bin in Chur aufgewachsen und so als Jugendlicher hätte ich jetzt, also hätte die nicht ins Prättigau hintergezogen, oder? Und als Student hast du auch nicht unbedingt das Prättigau also als Zielpunkt gehabt. Es sind dann eigentlich zwei konkrete Gründe gewesen. Das eine ist, dass wir auch Kübelis können am Maiersees kaufen. So in der Zeit, in der ich studiert habe. Und dann sind wir natürlich viel dort oben gewesen. Das habe ich zu einem schönen Teil mit meinem Bruder zusammen um- und ausgebaut. Und andere war, dass ich, halt, als ich so gegen Ende des Studiums war, einfach einmal an alle Bündner Mittelschulen einen Brief geschrieben habe. Dort war es noch nichts mit E-Mail. Eben, wenn es einmal irgendwo Stellvertretung oder so irgendetwas brauchte, dass ich Interesse hätte. Und dann haben sie mich dort dann einmal, noch während dem Studium, auf Schiers geholt hatte. Ich konnte mal ein halbes Jahr in Schiers eine Stellvertretung machen. Dann war ich bei 24. Der älteste Schüler war 2 Jahre jünger als ich. Dort. Und ich weiss noch, am Elternbesuchstag, als ich reingekommen bin, haben die Eltern zum Teil so ein bisschen in die Richtung reagiert. Hey, jetzt geht der Klassenchef für ihn etwas sagen, warum der Lehrer noch nicht da war. Und haben mich immer komischer angeschaut, als ich einfach angefangen habe, Unterricht. Mich eher noch als Schüler als Lehrer angeschaut. Und das war eigentlich so, wieder der Rückkehr. Und dann ist es gekommen, dass meine Frau des Klosters als Primarlehrerin gewählt worden ist. Und 3 Jahre drin Schule gegeben. Und dann war ich natürlich auch mehrheitlich dort drin. Es war gerade so Ende Studium. Und nachher habe ich in Zürich in einer Privatschule angefangen zu arbeiten. Teilpensum. Und während ich dort geschafft habe, habe ich das Telefon vom Fluri gekriegt, ob ich Interesse hätte in Schiers das Teilpensum übernehmen. Und dann in ein halbes Jahr 50% in Zürich, 50% in Schiers. Zum Teil musste ich am Mittag entweder Schiers zur Schule aus oder zu Zürich zur Schule aus stressen auf den Zug und am Nachmittag am anderen Ort zur Schule gehen. Und nachher habe ich dann zu Zürich gehört und voll in Schiers eingestiegen. Oder? Und ja, das kannst du sagen, ist ja so quasi meine Rückkehr ins Prättigau gewesen. Das war aber nicht so ein Entscheid gewesen. Ich weiss, dass ich gesagt habe, hey, ich will ins Prättigau und da bin ich und bleibe. Dann bin ich hergekommen und habe dann, ja, dann hat es halt ein oder das andere ergeben. Oder in den 10 Jahren, als ich da in der Schule gegeben habe, als Lehrer, dann ist dann halt Familie dazu gekommen, dann haben wir Kinder gehabt, oder dann mit den Kindern überleistet dann schon mehr. Wenn wir die eine ganz andere Umgebung verpflanzen und so. Gut, ich habe mich durch dann einmal noch, muss ich sagen, wo wir den ersten Bub schon hatten, haben wir einmal noch beworben für die Schweizer Schule in Rio de Janeiro. Und bin dann dort dann aber nicht gewählt worden. Das ist. Aber eben, also. Nur so zum Sagen, ich bin in Prättigau nicht unbedingt so, dass ich gesagt habe, hey, da und nie anders. Nach 10 Jahren
Ich weiss noch, da haben wir noch am Samstag Schule gehabt, in Schiers. Und am Samstag, das war nicht beliebt gewesen, am Samstag unterrichten. Und mir war das wurscht gewesen, am Samstag zu arbeiten. Am Samstag waren sehr wenige Lehrer dort gewesen. Darum habe ich dort einmal in der Pause dort eine Zeitung gelesen. Und dann war ein Artikel in dieser Zeitung, der Kanton schaffe eine neue Stelle vom Kulturbeauftragten. Und dann habe ich den Artikel gelesen und habe gedacht, das wäre noch hoher spannend. Und weißt, ich habe nicht Stellenanzeige durchgeschaut, sondern ich bin darauf gestoßen, wie das im redaktionellen Teil über die neue Stelle berichtet worden. Und das war natürlich, als der Schulkündigungsfrist schon durch war. Dann bin ich am Montag nachher zum Fluri gegangen und gesagt, ich müsste mit ihm etwas besprechen. Dann hat er nur so gegrinst und gesagt, ja, dann komm mal vorbei. Dann habe ich nur so gesagt, so zu ihm, warum grinst du so? Und dann hat er gesagt, ja, ich glaube, ich weiß, warum du da bist. Er hat genau gewusst. Er hat schon das gemeint. Und dann hat sich das dann so Zug um Zug ergeben und am Schluss haben sie mich tatsächlich für den Job gewählt. Und dann bin ich dann 7 Jahre dort in Chur draussen. Das war sehr spannend. Also das ist eigentlich die Stelle, wo heute ist das die Amtsleiterin vom Amt für Kultur. Oder? Damals war es noch nicht das Amt gewesen. Aber mein Job dort war eigentlich für den Kanton einmal ein Kulturförderungskonzept machen plus dann einmal, ich kann es nicht sagen ein neues, sondern endlich einmal ein Kulturförderungsgesetz, das das so ein bisschen geordnet hat. Ich weiss noch, nach knapp 7 Jahren haben wir dann das Kulturförderungsgesetz, es war September, Ende September, ist Abstimmungssonntag und an dem Abstimmungssonntag ist das Gesetz angenommen worden. Ich weiss noch, am Montag nachher bin ich ins Büro gegangen und habe so zu meinem Team gesagt, so, jetzt wäre ich endlich parat für neue Herausforderungen. Ein guter Monat später ist es in der EMS zum Ekel gekommen, dass der damalige Direktor also mit dem der Vertrag eigentlich per sofort aufgelöst worden ist. Und 3 Monate später bin ich eigentlich gewählt als neuer Direktor. Also der Spruch, den ich da habe, jetzt bin ich bereit für neue Herausforderungen, ist schneller wahr geworden, als du es mir je hätte vorstellen können. Und so bin ich dann wieder zurück auf Schiers gekommen. Als ich in Schiers dann als junger Lehrer einmal wirklich ein bisschen etwas verdient hatte, war dann etwa das Erste, dass wir einmal ein Quartal Auszeit genommen haben und eine grössere Afrika-Reise gemacht haben. Rucksack 4 Monate knapp 4 Monate unterwegs, so Ostafrika, Tansania, Ruanda, Burundi, Kenia und Madagaskar. ÖVs, weißt du, also mit Bustaxis und so unterwegs. Und das hat mich schon sehr spannend gedacht. Das ist so einfach einmal wieder eine total andere Welt erleben, oder? Du siehst die Lehrer immer dann, wenn die anderen arbeiten müssen und sie Freizeit haben. Aber weißt du, zum Beispiel, während einem Semester, wie oft du am Wochenende am Korrigieren, am Vorbereiten warst, das hat natürlich niemand gesehen, oder? Wenn du anfängst, unterrichten, dann unterrichtest du noch, wenn du als junger Lehrer anfängst, eigentlich fast noch deine Generation, oder? Das sehe ich auch, oder? Ich meine, Hansi der Nutzer ist nicht so viel jünger als ich. Das sind Schüler, die maximal 10 Jahre jünger sind. Oder? Und das heisst, du hörst die gleiche Musik,
du hast noch mehr oder weniger die gleichen Freizeitvergnügen, du schaust die gleichen Filme und so weiter. Du kannst mit denen auf dieser Basis verkehren. Irgendwie so, als wenn merkst du dann, hey, jetzt unterrichte ich eher meine Kinder, oder? Ist denn die Differenz so die? Und es war ja dann auch so, dass zwei von meinen Töchtern bei uns an der Schule waren. Also, ich hatte sie nie selber im Unterricht gehabt. Habe ich auch nicht wählen. Aber es war wirklich die Generation von den Kindern. Und am Schluss, in den letzten Jahren, unterrichtest du fast deine Grosskinder, oder? Ich sage es so. Peinlich ist es. Peinlich sind für mich die Lehrer und Lehrerinnen, die dann so mit 40, 50 quasi ihren Schülern zeigen müssen, hey, ich bin immer noch in neuer Generation, ich höre noch die gleiche Musik wie ihr, ich lege mich noch gleich an wie ihr und so, weißt du? Und du musst einfach sagen, hey, du bist hoffnungslos, nicht mehr diese Generation. Das heisst, wenn du das siehst und kannst dazu stehen, mit den Schülern kannst du immer einen guten Weg finden. Ich meine, du musst dir bewusst sein, dass es anders ist. Dass die Beziehung eine andere ist. Du musst auch akzeptieren können, wenn du natürlich nur, ja, das sind die blöden Gofen, die in ihre Handy schauen und weiss ich was, und wenn sie da ihre Videospiele machen und weiss ich, das ist alles ja sowieso nur Scheiß und wir haben dann noch und so. Ja, dann geht es nicht. Das muss man sich bewusst sein, dass man selber in einer bestimmten Zeit aufgewachsen ist und von dort auch vieles mitgenommen hat und eine gewisse Prägung mitgenommen hat. Und dass die heute halt anders läuft, oder? Hey, weißt, also, wenn ich denke, wie wir zum Beispiel als Jugendliche aufgewachsen sind und wie wir uns in der Umwelt benommen haben und die heutige Generation, ja, dann müssten wir uns von diesen Jungen heute vorwerfen lassen. Wir sagen alles Umweltschweine gewesen, oder? Das war doch einfach noch kein Thema gewesen. Ja, etwa wenn dann so im Büro so Scheiße machen und so, dann bist du also verdammt froh gewesen, hast du einmal wieder vor der Klasse stehen und das ein bisschen vergessen. Und dann ganz Frust an den Schüler auslassen. Geh und einmal eine brutale Hurenklausur reinbrechen. Ja, ich habe schon immer so ein bisschen Sachen gemacht, hey, für dort, für ein Fest. Bei dem an der Hochzeit, dort weiss ich was und so. So kleinere Sachen, Viertelstunde, so. Und das hat mir immer der Plausch gemacht. Und das war so mein Traum, dass ich für mich immer gedacht habe, weißt, Eigentlich möchte ich einmal selber etwas machen, oder? Wirklich ein Programm für, also in dem Sinn selber etwas machen, ein ganzes Programm machen, oder? Du musst jetzt natürlich auch blind beherrschen, oder? Und eins und zwei und... Jetzt kommt's! Jetzt! Nein, nur keine Panik! Und darauf bin ich heute noch stolz. Wenn jemand zu bestrafen ist, dann dieser Tell. Schließlich hat er mich mit eiskaltem Vorsatz. Und das war so die Zeit, genau, wo wir hier im Rosengarten das Kellertheater gemacht haben. Ich war hier in der Stiftung auch mit dabei. Ja, und dann ist irgendwas, wie hast du die Bühne vor der Nase gehabt und hast dir gesagt, hey, Burst, wenn nicht jetzt, dann nie. Was ich gemacht habe, war für mich immer klar, dass das Kleinkunst ist. Und ja, ich hatte auch nie das Gefühl, dass das jetzt eine so grosse Kunst sei, dass das jetzt ein unbedingt vor einem riesigen Publikum oder? Hätte ich es wahrscheinlich auch nie gehabt. Das ist ein Bereich, wo ich wirklich muss sagen, habe ich in letzter Zeit etwa gedacht, eigentlich müsstest du das eine und das andere aufschreiben, oder? Und weißt auch, dass die
viel mehr für deine eigene Geschichte und deine Vorfahren und so. Das ist irgendetwas. Hey, wenn mir mit, wo ich 30 war, jemand gekommen ist mit meinen Vorfahren und so, das ist mir, Entschuldigung, am Arsch vorbei, oder? Heute interessiert mich das viel mehr. Und wenn du gesehen hast in dem Kabarett, also die Nummer, die ich gebraucht habe, mit dem Peter Salzgeber, das war tatsächlich meine Ur-Ur-Ur-Nähne. Das ist nicht eine erfundene Geschichte. Und das sind, das, was ich dort erzähle, das habe ich fast alles aus seinen eigenen Notizen raus, oder? Und so gesehen wird dann eben Geschichte, die Familiengeschichte plötzlich interessant. Oder das andere, was ich erzählt habe, von meinem Urneni, der auf Amerika und wieder zurückkam. Das war auch nicht erfunden. Und das ist wahnsinnig schade. Da haben wir nur eine Notiz über sein Leben. Man weiß nicht, wo er war in den USA, das alles. Oder? Und dann, jetzt bin ich plötzlich in einem Alter, und ich denke, das wäre huren interessant. Warum? Und auch, dass ich denke, warum habe ich dort die ältere Generation nicht gelöchert und gefragt und noch aufgeschrieben, was man über das erfahren konnte? Weil es eigentlich sehr interessant gewesen wäre. Oder? Das nimmt mich jetzt eben schon Wunder. Solange du im Leben bist und eigene Pläne hast und so, dann denkst du, ich will das, ich will das, das interessiert mich und so. Und dass dich dann deine eigene Geschichte interessiert, ist schon ein bisschen eher eine Alterserscheinung, wenn du also das Gefühl hast, also, ich werde in meinem Leben nicht mehr irgendwie noch, weiss ich, was für Projekte vom Stapel reissen und so. Und dann interessieren dich plötzlich auch die Wurzeln mehr. Wie du mit 20 in die hohe Not, die du gehabt hast, weil du Angst gehabt hast, verpassest du irgendwas, oder? An jeder hohen Scheiss-Anlass, an jedes Fest bist du gesegelt, oder wie du das Gefühl hast, könntest du etwas verpassen. Das kannst du mittlerweile sehr gut an dir vorbeigehen lassen, oder? Und das ist eine Alterserscheinung, das kommt so je vor zu, oder? Also das ist jetzt ganz grob gesagt. Bis du 50 bist, denkst du auch so. Hast du diese Perspektive? Ich könnte noch, oder? Hast immer so quasi der Blick gegen vorne offen und siehst, hey, da wäre noch eine Möglichkeit, dort wäre noch etwas da, so, zack, ich könnte mal noch, oder? Also es ist nicht irgendwie ein Geburtstagsgeschenk auf den 50. Geburtstag, aber so irgendwie merkst du plötzlich, dass sich Perspektiven so anfangen, oder? Und dass du dann, also mit 50 fängt es an, dass du dir irgendwo sagst, hey, wenn ich jetzt beruflich noch etwas anderes machen oder den Job einmal noch wechseln, also das muss ich jetzt machen, weil irgendwie ein Mengsjahr mit 55, 60 musst du nicht mehr wählen, irgendwo anders einsteigen. Ich habe einen einzigen Menschen erlebt, der an seinem 90. Geburtstag eine Geburtstagsrede gehalten hat wie Student. Der hat nicht geredet über das, was er gemacht hat, sondern was er alles noch für Pläne hat. Mit 93 ist dann die ganze Übung. Er war noch gut zu weg mit 90, aber mit 93 ist er gestorben, oder? Ach, natürlich probierst du noch etwas mitzugeben, oder? Und natürlich hast du, aber so quasi kommen und den Kindern sagen, ich, als ich jung war, habe ich den und den Fehler gemacht. Das dürfen wir nicht machen. Das ist fast keine Chance. Weißt, irgendwo, gewisse Erfahrungen musst du selber sammeln und so. Ich denke, ja, also, was du kannst, was mir jetzt zum Beispiel wichtig war, ist, dass ich gesagt habe, hey, schauen, dass er einen guten Beruf lernt. Oder? Weil es ist so in unserem Land, wenn du nicht irgendeinen Beruf, einen Abschluss, etwas hast, dann bist du einfach immer der, der hinterher stehen muss. Oder? Und wenn es um Entlassungen geht, das sind die Ersten, die man schickt und so weiter. Oder?
Wenn es gut rausgekommen ist es immer sehr schön zu sagen, wow, guter Vater, wir waren gute Eltern gewesen, oder? Und wenn es schlecht rauskommt, die Umstände sind schuld gewesen und so, aber nein, da musst du dir bewusst sein. Du kannst nur bedingt hast du einen Einfluss, oder? Und das probierst du schon. Aber ja, nicht deine Kinder mit Vorschriften und Lebensregeln und Weisheiten vollpropfen. Das geht voll in die Hose. Aber sonst muss ich sagen, im Großen und Ganzen schaue ich eigentlich schon sehr dankbar auf mein Leben zurück. Oder? Wobei, das tönt jetzt so, also, wie wenn es vorbei wäre. Wo ich zum Beispiel, ja, nach 10 Jahren Mittelschullehrer den Job im Kanton gekriegt habe, das war Glück gewesen. Das ist nicht so, weil ich irgendwie eine herausragende Persönlichkeit oder einen Leistungsausweis hatte, wo man hätte können sagen, da gibt es nur einen. Oder? Dort hatte ich jetzt einfach ein Hurenschwein. Wie genau die Konstellation war, weiß ich nicht, aber die hatten dort ein Hurenschwein, dass ich diesen Job gekriegt habe. Und das war für mich wahnsinnig viel wert. Und ich muss natürlich auch sagen, also das grösste Glück, das ich in meinem Leben hatte, ist ein Stock tiefer, oder? Das ist meine Frau. Das tue ich mir nicht so gut, dass ich sage, ja, ich bin halt so eine unglaubliche Person gewesen, dass man gar nicht anders stecken können, oder? Das ist irgendwo auch Glück, dass das so gekommen ist, oder? Also wir haben uns eigentlich schon relativ früh kennengelernt, so wie wir beide an Kante sind. Und dann waren wir in einer Sportgruppe, Langlauf, wo ursprünglich von Pfadi her war. Darum war der Hitsch dabei und ich weiss auch nicht. Wir hatten Freunde in Zitzers, Familie Bisatz. Und mit denen war unsere Familie auch viel zusammen. Es waren 3 Buben und die waren auch in dieser Pfadi. Und dann sind wir, glaube ich, über die bin ich und meine Schwestern in die Sportgruppe. Und dann sind wir dort haben wir uns, glaube ich, näher kennengelernt. Ja, lustigerweise hat der Hitsch mir das gerade letztens erzählt und ich habe es gar nicht mehr gewusst. Dass wir genau von dieser Pfadi-Gruppe aus, bei diesen Besatzen sind Sitzer, haben wir offenbar einen Hock gehabt. Und er hat gesagt, er hatte das Auto von Mama und musste mit einem Müll wieder heim sein. Und er hat einfach unzuverworgen dabei sein. Wegen mir und wegen dieser Gruppe. Und ist dann heim im Auto auf die Ölfe, mit dem Velo verschwesen, ohne Licht, wieder auf die Zitzers gefahren. Und am anderen Tag sind wir die Zitzers im Backumpen und dort hat er mich das erste Mal geküsst. Aber es ist also wirklich so, dass ich das kann rekonstruieren kann, aber ich habe es nicht mehr gewusst. Also ich denke, dass beide die können sein, die es sind. Das ist eigentlich das Geheimnis. Dass niemand muss sich umkehren. Also anpassen muss man sich sicher. Der eine oder andere gibt auch Sachen, wo man sich muss streiten oder wo man sich muss diskutieren. Aber grundsätzlich denke ich, ist es das Wichtigste, dass beide können das machen, was sie eigentlich am liebsten machen. Oder so sein, wie sie sind, von ihrem Charakter her auch und so. Ja, das ist jetzt eben genau so etwas. Das hat mich eigentlich nicht weiter tangiert mehr als andere Lehrer. Also ich hoffe, es ist natürlich immer so, dass man immer die Frau vom Chef ist, das weiß ich schon. Aber ich hatte in meiner Fachschaft eigentlich so ein gutes Verhältnis mit den Kollegen und bin ja schon vorher dort, bevor er Direktor war. Und habe darum irgendwie, also ich bin einfach ganz ein normaler Lehrer. Ich glaube, noch eindrücklicher war für mich der Iran. Das war für mich noch eindrücklicher, weil es so eine ganz andere Kultur ist. Und wir hatten die Chance, mit einem Iraner zusammen zu sein, in der Familie hineinschauen und an den Ort gehen und so. Und das ist also wirklich, das hat mich wahnsinnig beeindruckt. Ja. Ich würde vielleicht sagen, was er für Hobbys hat, aber ich finde, eine ganz zentrale Charaktereigenschaft ist, dass er total zielstrebig ist. Dass er immer etwas am Köcherl hat. Also er hat zum Beispiel
neben der Direktion von der EMS hat, ist er noch ins Englisch, hat noch ein Advanced gemacht, hat er neben noch ein Programm gemacht, ein Gabarett. Er hat immer so einen, er hat unnahe Kapazitäten und kann das aber auch irgendwie, kann das auch erledigen. Also hat dann irgendwie hat viel für sich dann daneben dann noch können machen und hat, das verfolgt er dann und das macht er dann und das funktioniert. Und ich bin dort komplett anders. Ich komme heute nicht mit dem Ohren-Typ. So. Ich mache auch viel im Garten, im Winger, aber ich tue nicht irgendwie etwas. Also ich habe auch in der Kunst, ich tue nicht malen und dann will ich das oder brauche ich das oder so. Ich bin irgendwie so ein bisschen mehr so ein bisschen der. Eben, komme ich heute nicht, komme ich morgen. Sie haben so Schnellschüsse gemacht in diesem Departement. Sie haben wirklich eigentlich nicht genau gewusst, was für Konsequenzen es hat. Einmal schnell alles auf den Grund stellen und dann schauen, wie es rauskommt. Das geht einfach nicht. Das ist auch schade. Weil eine so gewachsene Struktur in einer Schule, die haben eben auch ihre Qualität. Und dann irgendein Schreibtisch, Ideen, und das hat ihn wirklich gestört. Er ist extrem geweibelt immer. Grossröt. Und er war immer politisch aktiv gewesen, eigentlich. Im Hintergrund für die Schule. Und darum denke ich auch, das hat er wirklich etwas gebraucht. Für die ganze Schullandschaft im Kanton Graubünden hat er nämlich wirklich super Ideen gehabt. Unsere jüngste Tochter zum Beispiel sagt, oh, jetzt habe ich gar nicht geschaut, oder so, was wir abgemacht haben. Und sie sagt immer, sie ist genau wie ich. Also, sie haben so ihre Charaktereigenschaften. Die Mittler hat ja Schauspielschule gemacht, geht gerne auf die Bühne. Und der Jan, der hat meine Bauern gehen. Der ist Forstingenieur und ist am liebsten draußen. Und hat sonst wieder andere Sachen auf dem Hitch. Sie sind wirklich sehr gemischt von uns. In der Schule haben sie etwa noch 10 Jahre, nachdem der Hitch nicht mehr auf die Jagd ist, haben sie ihn immer noch in der Maturazeitung hochgenommen als Jäger. Weil das war so wie ein Mythos um den Hitch, dass mit dieser Jagd offenbar hat er das den Schülern so erzählt. Und das ist eben auch so etwas. Oder wenn er etwas macht, dann macht er es einfach voll. Ahoi, hallo, Hans. Willkommen hier. Danke. Ja, das war Schüler ist natürlich ganz, ganz weit zurück, oder? Und dort habe ich ihn eigentlich in der Philosophie dann mal kennengelernt als Stellvertreter noch. Ich habe aber an das nicht mehr so die ganz grossen Erinnerungen. Ich habe ihn eigentlich später als Kollege und nachher vor allem natürlich als meinen Vorgesetzten richtig kennengelernt. Er hat mir die Möglichkeit eröffnet, dass ich da auch in die Schulleitung einsteigen konnte. Das war für mich natürlich ein ganz wichtiger Schritt dort. Und er hat auch von Anfang an mir eigentlich sehr viel Vertrauen gegeben. Er hat mich arbeiten lassen in meinem Dossier. Wir haben uns auch recht gut verstanden. Wir haben einander auch ergänzt. Wir sind nicht die gleichen Typen. Das ist ja vielmal dann auch einfacher. Aber ich glaube, wir haben miteinander die Schule auch gut weiterentwickeln. Wir haben miteinander Höchst und Tiefs erlebt. Höchst natürlich die Zeit mit 550 Schülerinnen und Schülern an der Schule. Wir haben aber später dann auch die demografische Entwicklung natürlich mitgemacht und sind bis nachher auf unter 400 Schüler. Jetzt sind wir wieder drüber. Das Seminar, das weggegangen ist im 2003, das ist auch in seine Zeit gefallen dort. Das ist natürlich schmerzvoller Verlust gsi. Hitch hat dann auch in der Sebenzeit schon, aber auch später, sich aber gerade auch auf politischem Weg immer sehr stark eingesetzt. Er hat insbesondere, das ist eins, denke ich, habe mir das ein bisschen überlegt, was sein grösster Verdienst war. Eines von seinen grössten Verdienst war sicher, dass wir weiterhin ein Untergymnasium haben. Er hat sich dort zusammen mit Grossräten, mit Leuten aus der Politik sehr stark dafür eingesetzt, dass das Untergymnasium hat können. Weiter bestehen. Ein weiterer grosser Verdienst ist auch, dass er
die Schule eigentlich noch definitiv zu einer regionalen Mittelschule gemacht hat. Der Johannes Fluri, einer von seinen Vorgängern, hat das schon eingeleitet. Nachher haben wir ja noch kurz Theo Haupt als Direktor gehabt. Aber was bei Johannes Fluri angefangen hat, hat er Hitsch weitergeführt, dass wirklich die Schule da als regionale Mittelschule positioniert gekommen ist. Es ist ja auch dann noch in seine Zeit reingefallen, dass das Internat weggegangen ist. Was auch wieder natürlich für die Schule eine ganz grosse Veränderung war. Wenn man noch weiteren Verdienst bei ihm sucht, kann man sicher auch das Musikgymnasium erwähnen. Das Musikgymnasium, wo junge, sehr talentierte Leute eine super Möglichkeit bietet, sich zu entwickeln. Aber wir mussten dann auch merken, dass das nicht für so viele Leute ist. Weil die Ansprüche an die Leute sind sehr, sehr hoch. Und man muss auch sagen, die Leute aus dem Unterland kommen wegen der Musik nicht nach Graubünden. Das, was jetzt gekommen ist, war schon so angedenkt, dass er einfach weniger Leute angezogen hat. Wir haben ja die Zusammenarbeit mit, wie es jetzt heisst, Stella, das ist eine Musikhochschule im Vorarlberg, die private Musikhochschule. Das geht natürlich schon mehr Richtung Klassik. Und bereitet auch vor auf ein Studium in diese Richtung. Also wir haben wirklich grossmehrheitlich sehr gut zusammenarbeiten. Für mich war es klar, dass ich jetzt Nummer 2 war, bis solange er da war. Das hat auch Vorteile, das merke ich jetzt. Es ist noch, es wäre da. Ich bin nicht der, der schlussendlich für alles den Kopf herheben muss. Es hat natürlich eine Phase gegeben, wo er als Regierungsrat kandidiert hat, wo man natürlich mich dann schon auch gefragt hat, würdest du wenn? Aber es ist ja dort nicht zu dem gekommen. Aber ich musste mich dann entscheiden, ja, warte ich länger auch noch, um dann können allenfalls, wenn sie mich wollen, in seine Fußstapfen zu treten. Er konnte da hören und ist da fertig. Und wenn wir einander treffen, ich sage nicht, dass wir nicht über die Schule reden und das eine oder andere. Und er ist ja noch im Schulverein auch. Aber er hat wirklich auch nachher nicht das Gefühl gehabt, er müsse jetzt mir da noch ständig Tipps geben. Eine interne Lösung, ich das jetzt mal so benennen, eine interne Lösung hat sicher auch viele Vorteile. Das ist ja so. Und vielleicht auch eine Person, die die Gegend gut kennt. Weil wir jetzt wirklich auch eine regionale Mittelschule sind, muss man auch die Gepflogenheit in der Region gut kennen. Das ist sicher ein Vorteil. Ob es denn wirklich eine interne Lösung gibt, das ist zum Zeitpunkt noch offen. Ja gut, Highlights waren natürlich immer. Wir sind wirklich bei 3-4 Mal die Schulleitung miteinander 3-4 Tage ins Ausland gegangen. Und dort haben wir natürlich so ein paar Mal ganz lustig gehabt, und jetzt die Details noch zu erwähnen. Und das schweißt natürlich auch zusammen. Oder? Dann ist man wirklich, ja, wenn man auch mal so unbeschwert miteinander unterwegs ist, das tut halt auch gut für das Klima. Und wir probieren, einander zu respektieren, so wie man ist. Ja, und auch so miteinander einen Weg zu finden jeweils. Das ist schon das Ziel. Und zwar jetzt nicht nur mit den Lehrpersonen, es ist auch mit den Schülerinnen und Schülern so, es ist aber auch mit den Mitarbeitenden in Betrieben so. Man probiert miteinander einen Weg zu gehen. Wir gehören alle zur EMS. Wir sind alle ein Teil von der EMS. Und der Direktor ist auch nur ein Teil einfach von der EMS, der da probiert, die Schule voranzubringen und wo halt gewisse Entscheidungen muss auch treffen muss, weil es auch braucht, wo gewisse Entscheidungen muss treffen oder mit anderen zusammen beraten, wie man die besten Entscheidungen kann treffen kann. Aber ich bin da schon als Übungsschüler gewesen. Da hat es noch die Seminarübungsschule gegeben. Ich bin übrigens noch 13 Jahre Schüler gewesen insgesamt da und werde mit mindestens auf 37 Jahren sehr wahrscheinlich als Lehrperson und Schulleitungsmitglied kommen. Also ich werde am Schluss können auf 50 Jahre sehr wahrscheinlich EMS zurückschauen, dann irgendwann. Also im 26 ist es, wäre das so weit. Und ja, man muss sich gerade ein bisschen aufpassen. Ja, weil, oder wenn es dann irgendwie um einen Maturenstreich geht oder so, dann weiss ich natürlich auch genau, was wir gemacht haben dort, oder? Und dann muss ich denken, dann etwa, ja, und jetzt muss ich da die Regeln neu definieren für sie. Und wir haben noch ein paar Sachen gemacht, die man jetzt selbst nicht mehr machen dürfte.